Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Far Cry 5. Hier wird's nachts schnell kalt. Ja, alles ist gut. Gut, ich werde noch mal ein bisschen jagen gehen. Ja, ich habe mal meine... nette Begleiterin entlassen. Oder ein Elch oder nicht? Da düst du gerade davon mit dem Trecker. Weiß halt auch nicht, ob die verbluten irgendwann. Also auf jeden Fall, das war dumm. Auf jeden Fall angeschossen. Ab, ey. Ja, das werde ich ja wahrscheinlich als Zusatzfolge rausbringen hier, das Jagen jetzt. Zwei Köder haben wir auch, sehr gut. Ja, ist ein bisschen her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Aber ihr hört ja schon den Heli, aber hier so, ich glaube, der Bereich war das, ne? Wo ein bisschen ruhiger war. Hier werden wir es einfach mal versuchen. Mal so eine Folge. Ja, normal müsste ich halt die ganze Zeit schleichen. Aber ihr seht, da unten sind schon wieder zwei. Können sie natürlich wegsnipern. Vielleicht den einen wegsnipern, der hintere. Gibt's gar nicht, ja. So. Da muss doch noch einer gewesen sein. Ja, also ihr seht, mit dem Sniper geht das natürlich easy peasy. Ich werde auch gleich den Berg hochgehen, wieder den Hang darunter. Das ist natürlich schöner, die Ecke. Ich habe keine Ahnung, wo der andere hin ist. Sehr gut. Haben wir auf jeden Fall Köder am Stissel. Da ich jetzt noch nicht weit weg bin, hole ich es mal kurz direkt. Verkaufe ich die drei Häute eben. Ich weiß nicht, wie viel Häute man mitnehmen kann. Ich weiß auch nicht, ob da oben gleich wieder ein Jäger, eine Jägerin steht. Ja, mach das auch mal. Zack. Alle. Ja, 87 im Sack. Ihr seht, 11. 4 haben wir. Hier wollen wir auch noch gar nicht. Vielleicht ist ja hier unten irgendwas. Nee, nicht wirklich. Ja, und ihr seht ihr, also an der Straße fahren sie alle 10 Sekunden lang. Also immer Action hier. Es wird erst noch schlimmer, bevor es wieder besser wird. Oh, der war zu hoch. Ich weiß nicht, warum die alle hier unten sind. Na gut, der ist natürlich jetzt schon am Lahm. Den holen wir uns jetzt. Zack.
Gar kein Thema. Langsam kommen wir klar mit dem Bogen. Gut, aber wie gesagt, ich gehe mal hoch den Berg. Haben wir noch getroffen? Respekt, ey. Läuft. Sogar zwei Hirsche heute. Sau stark. Einen hat er. Der war zu hoch. Ich weiß halt auch nicht, wie weit das Ding schießt. Ja, alles gut. VIP. Ah, ich höre schon den scheiß Jedi. Werden wir wohl gleich runterholen müssen. Ich wünschte, ich könnte mehr für dich tun. Und sie so gut wie tot. Hast du schon mal eine Stufe der Treppe übersehen? So fühle ich mich. Allerdings andauernd. Die verfluchten Peggys wollen das ganze Wild für sich alleine. Aber das werde ich nicht zulassen. Du bist kein Peggy. Natürlich nicht. Hast du bei mir schon mal einen Stein im Brett? Wenn es nach der Sekte ginge, würden wir alle... So, ach, guckt euch das an, schön, ne? Einfach schön. Oh ja, gib mal Gas, Mutti. Alter! Stimmt denn mit dir nicht? Ist doch gut, Mutti. Hab ich doch, bleib doch ruhig. Echt, ey. Komm. Der geht uns eh auf den Sack. Habe ich ihn getroffen oder was? Der muss echt von der Seite ran, ey. Die Scheibe ist aber schon kaputt, ja. Das war's. Sehr gut. Ach, guck mal an, wie schön das da unten aussieht, ja? Ja. Und auch von hinten das Drecksvieh, oder was? Hallo? Das erste Mal, dass der Köder nicht funktioniert hat. Doch, hat er getroffen oder war der daneben? Scheiß Puma. Komm, wechsel die Waffe. Naja, gut. Ich sag mal den Hirsch. Gucken, ob ich hier noch den Pfeil finde. Gut, probieren wir es hier nochmal.
so stark. Ja, das mache ich natürlich mit der... Ich meine, wir können mal einen Bogen ausprobieren. Geht auch, gut. Aber drei Pfeile. Kriegen wir wohl auch nicht alle wieder, oder? Fünf. Wir hatten mal 12. Oder 13 sogar. Ich weiß gar nicht, ob die anderen jetzt nicht getroffen hat. Doch, ein bisschen, ja. Schön wäre, wenn man das hier noch so eine Animation so ein bisschen hätte, ne? Wie man das rausnimmt, so. Okay, da haben wir nochmal einen. Juti, das machen wir wieder mit der Dingens, weil wir nur noch einen Köder haben. Ernsthaft? Gut, sau stark. Ja, das nervt ein bisschen, muss ich gestehen. Das habe ich ja letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt. Also, was ein bisschen... So ab und zu, ja. Ne, dass du hier einen hörst von wegen Puma und so. Aber so alle... Boah, wie geil das aussieht. Aber so gefühlt alle 2 Minuten ist das einfach nur nervig. Werde ich deswegen auch gepflegt ignorieren. So. Ernsthaft oder was? Das ist schon ganz cool gemacht, dass sie dich halt so auch so attackieren. Ach so, ich hatte jetzt glaube ich auch noch gar nicht Y und was, ne? Das muss ich mir noch einstellen auf eine Taste. Bevor wir die nächste Folge starten. Und ich muss auf jeden Fall da noch mal ein bisschen schneller stellen. Da hinten könnte ich schon wieder Mate anheuern. Gut, ich weiß gar nicht, letztes Mal hatte ich ja da, glaube ich, 2 Folgen gemacht. Davon habe ich nur eine gezeigt, von den Jagdfolgen. Weil die erste war noch mehr eigentlich nur fighten, anstatt zu jagen, weil du gar keine Ruhe hattest. Na, hier ist schon geil, oder? Wenn ich mir da drüben jetzt eine Blockhütte hinzimmern könnte, mit Internetzugang, ja, würde ich gleich einziehen. Ja. Echt. So stark. Ja, aber die Hirsche scheinen echt nur weiter oben zu sein. Ach, guck dich das bitte an, ey. Also. Und cool. Ich gehe mal hier einmal hoch ein Stück. Da oben in der Höhle, glaube ich, ja. Ach, guck mal, den haben wir nicht gesehen, ey. Oh, genau in dem Moment, dass ich bewege die so. Wieder nicht, oder was? Gerade noch gesagt, dass es eigentlich ganz gut klappt. Ja, Junge, tut mir echt leid, dass du so humpelst. So. Ein Pfeil nur noch. Ich guck mal eben hier. Nochmal einen finde. Also teilweise denke ich, klappt ganz gut. Ich habe jetzt immer zwischen den beiden Punkten gezielt.
warte mal. Das war jetzt der untere Punkt. Aber hier ist ruhig wenigstens schön, das gefällt mir. Jetzt haben wir ja bestimmt auch nochmal Köder, siehst du? Puma mache ich mit der Waffe, weil ihr seht, ich habe nur noch zwei Pfeile. Muss da noch ein bisschen besser werden mit dem Bogen. Aber wird auch noch werden. Gut. Halt den Puma noch nicht. Zwei Headies reichen eigentlich, wie ihr seht. Nicht wie vorhin 5000 Schüsse. Aber hier sieht man es natürlich auch ein bisschen besser hier in dem freien Gelände. Guck mal, da könnte man sogar hoch. Das ist eine Höhle da oben. Da könntest du ganz hoch den Berg. Respekt. Was werden wir hier? Ja, können wir gleich mal hingehen. Können wir gleich mal machen. Ich will noch eben den anderen Köder loswerden. Nice. Schon cool. Sinken, steigen. Ja, du bist aber sportlich, hä? Ey, ausgerechnet jetzt oder was, wo ich hier oben bin? Ja, abseiner da drauf. Ja, war halt so ein Alpha-Hirsch, deswegen, ne? Muss ich ja nochmal runter. Und ich höre schon wieder ein Heli. So. Das wieder los hier mit dem Hirsch suchen. War doch hier. Ich bin noch nicht ganz verwirrt, oder? Bleibt der Puma zu lang dran, dass er dann weg ist. Das ist auch viel zu weit. Der Puma ist ja dann die Richtung abgezogen. Ja, schade. Scheint echt so, wenn der Puma da zu lang dran ist, oder was? Man macht ja Sinn auch. Mal so, dass da gar nichts mehr liegt hier. Naja, gut. Müsste man da auch Bescheid. Gut. Gehen wir mal da hoch. Ja nicht schießen, muss ich mal Haken werfen, Junge. Ja, zieh dich um, jawohl. Und weiter. Ja, ist schon ein sportlicher Typ, ne? Gibt schon 110%. Ist gut, Junge.
mich auch verarschen, ne? Auch der Sound, ne? Geil. Hey, kann ich nicht? Wer schreibt mich an hier? Ich kann nur den nehmen, nicht den anderen. Uiuiuiui. Ja, das ist nicht einfach, ne? Das ist nicht einfach. Ernsthaft? Problem ist, ich stehe hier auf dem Präsentierteller. Jetzt muss er Gas geben, bevor der über die Kuppel kommt. Na. Ja, alles ist gut. Haben wir ihn? Ja, sehr gut. Der muss immer erst die Scheibe zerschießen. Bist du? Du bist ein Mate, hast Glück gehabt. Für den Vater. Magazin leer, deck mich. Claro. Hey. Puma, Puma. herrlich, ey. So, was geht ab hier? Das ist schon cool, so mit den Lagern, so auf den Bergen und so. Ja, wir könnten jetzt zurückballern. Aber ich denke mal... Ja, wir laufen zurück. Vielleicht kriegen wir noch mal ein oder andere Tier. Hier ist niemand außer uns Sündern. Zack. Was ist denn nebenbei noch Zivilist gerettet? Das wollte ich gar nicht. Boah, wir können es mal markieren, bevor wir uns hier irgendwie... Oh Mann, er zeigt ja nur einen Weg an. Yes. Wegpunkt setzen. Scrollen, Widerstand. Gut, eigentlich kann man nicht. Mit dem Wegpunkt wieder wegmachen. Gut, runter gehen wir da nicht wieder. Da sind wir gekommen. Zwei Köder wollte ich gucken. Das ist ja kein. Gar kein. Nix da. Ja. Oh, gut. Schießt ja noch mich, ey. Ja, Alter, wenn du mit so einer Wumme da stehst, dann sollst du ja wohl mit dem Puma klarkommen, oder? Haltes.
Drecksvieh. Schon tot oder was? Einmal kurz angeguckt. Normal müsste ich hier sneakiger durchgehen. Gibt's gar nicht, oder? Das war doch genau im Schädel, oder nicht? Ah, ich hätte halten müssen. Ja, ja. War mein Fehler. Gut, er humpelt schon. Der Arme. Dann wollen wir ihn natürlich auch erlösen. Auf und davon. Aber so schreckhaft scheint es gar nicht zu sein. Also selbst wenn ihr so, klar, man sollte jetzt nicht sprinten, aber selbst wenn es so normal geht, scheint es echt zu gehen. Also alles gut. Muss ich hier durchschleichen unbedingt. Wäre natürlich ein bisschen realistischer, aber nee. Ich denke, mit Realismus hat das eh nicht ganz so viel zu tun, das Spiel. Gut, dann hau ich nochmal den Köder raus. Noch ein Hirsch habe ich jetzt hier gerade nicht auf dem Sensor. Geht doch, also doch zwischen den Punkten. Ja, kommt natürlich immer ein bisschen auf die Entfernung an, aber das war natürlich jetzt ein schöner Schuss. Schön ist, haben wir nochmal richtig Köder. Können wir nochmal ein paar Puma legen. Solange wir hier die Jungs jetzt nicht dazwischen fuckeln. Ich erledige das schon. Geh. Ey. Was ist denn jetzt los? Junge. Vorsicht! Puma! Gibt's doch gar nicht. Hat doch einfach genug, hat eigentlich genug Schüsse im Schädel gehabt, oder nicht? Anscheinend ja nicht. Geh weg, Mutti. Okay, dann nehmen wir's näher. Verstanden. Gehst du hier weg, Junge? Was? Weil wir beim Realismus sind. Yeah. Insgate. Sehr gut. So, letzten Köder. Was zum Teufel? Mal so irgendwie, ne? So, so stark. Muss reichen. Verticken wir jetzt. Sogar Luftunterstützung. Ja, sicher. Bin ja auch eine Maschine. Ich lebe noch. Sehr gut. Halt die Stellung. Dynamit. Einfach mal beim Vorbeigehen, ne? Ja gut, Leute. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen die Waffen durchchecken und werde dann Anfang der nächsten Folge euch ja, zeigen, was ich gekauft habe. Und jo, in diesem Sinne. Wie gesagt, ich hau das als Bonusfolge raus, regulär neben der normalen Folge.
Weil eine Jagdfolge hatte ich ja schon. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie es ankommt. Dann haue ich sie vielleicht auch als reguläre Folgen demnächst raus. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao!